Und ich freue mich heute ganz besonders, weil es sind halt die Slammer da, die mir ins Herz gewachsen sind, auf die ich Bock habe, die auf alle Fälle gut sind. Insofern bin ich auch ein bisschen entspannter als sonst und ich freue mich auch drauf, wenn es fertig ist. Ich bin das erste Mal hier heute. Wir finden es total super, ich und meine Mädels. Schade, dass es auch das letzte Mal ist, so in diesem Fall. Das ist meine zweite Dichterschlacht. Und die erste war in Seeheim-Jugendheim. Da haben wir schon ein paar von den Kollegen hier gesehen. Und in Darmstadt gefällt es mir bisher am besten. Die Dichterschlacht macht für mich aus, dass hier einfach eine lockere Atmosphäre ist. Und es wirkt einfach wie ein Picknick im Park mit ein paar Dichter, die ihre Texte vortragen. Aber wir freuen uns auf die anderen, sind auf jeden Fall wieder dabei. Ja, ich glaube, dass da gar nicht so viel passieren wird, weil sowieso die ganzen Dichterschlacht-Leute weiterhin auch hier bleiben werden und der Dichterschlacht treu bleiben werden, vollkommen egal, wie sie aussehen wird. Und es wird immer genau das bleiben, was es immer gewesen ist. Es unterschreibt nur jemand anders die Rechnung vielleicht. Ja, wenn Lars das so sagt, ist das so und jetzt gehen wir feiern. So soll es sein.